Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Nika von Nikas Lesewahnsinn und habe für euch heute einen Einblick in ein Lesevideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich nehme euch heute mit in Emilia Cole, ihr Buch Rock'n'Roll Queen. Es geht dabei um die Band Fellow in Misery. Ich muss mich immer sortieren bei dem Namen. Und es gab ja bereits schon einen ersten Teil aus der Rock'n'Roll-Reihe, und zwar hieß der Rock'n'Roll Prince. Alle Bücher sind so in sich abgeschlossen. Wenn ihr natürlich mehr über ihn erfahren wollt, dann müsst ihr natürlich auch Teil 1 lesen. Das sei mal so vorweg gesagt. Ich finde aber, man kann sie auch unabhängig voneinander lesen. Dennoch wird die Neugier so geweckt, dass ich schon mir vorstellen kann, dass der ein oder andere Prince noch lesen möchte. Okay, das Cover ist sehr schlicht gehalten, was ich aber sehr schick finde. Es ist grau und die Schrift von Queen ist rosa. Passend zur Queen, würde ich sagen, ne? Ich mag das Schlichte, ich mag das Design. Ich mag aber einfach auch Emilia Cole ihren Schreibstil, weil sie mich so gut abholt, dass ich mich in dieser Handlung vergesse. Es ist einfach so. Ich kann nichts dagegen tun. Buch in die Hand, Welt aus, Emilia lesen. Deswegen konnte ich es kaum erwarten, das Buch anzufangen, als es bei mir eingezogen ist. Die Widmung für Uli, meine beste Freundin, mein Blutsbruder. Unsere Zeit ist nur verschwendet, wenn wir nicht frei sind. Prolog. Ashes of the Phoenix by Fellow in Misery. For all the words left to say, for all the thoughts laid bare, for all the words forgot, for all the thoughts we lost. We never said the words were left, we never said the thoughts lay bare. We never said our words forget, we know what we have lost. Lay down back, quite dead last time, now take this hand and fall. Lay down back, quite dead last time, now stand your ground and fall. Pray for hope, pray for sun's aid, breathe in, breathe out and raise. Kapitel 1, Ben. Zu den letzten Wochen fiel mir lediglich ein Wort ein. Arbeit. Ich hatte kaum Zeit, an irgendetwas anderes zu denken, was mir allerdings gelegen kam. Meine Band, Fellow in Misery, wurde von Tag zu Tag bekannter und ich war nicht nur ihr Drummer, sondern auch der Manager. Anfangs organisierte ich nebenbei kleine Gigs sowie Treffen mit den Fotografen. Langsam wurde es jedoch zu meiner Aufgabe, die mehr oder weniger meine ungeteilte Aufmerksamkeit forderte. Mein Bruder hat mich heute Abend dazu genötigt, mit ihm wegzugehen. Und wäre ich nicht mit ihm verwandt, hätte ich abgesagt. Für derartiges hatte ich keinen Kopf und auch keine Zeit. Die Höhen mussten raus. Ich sage es dir, so klingt es blechern und scheppert in den Ohren, wenn mein Kopfhörer aufhört, erklärte ich meinem Zwillingsbruder Raylan, den wir kurz nur Ray nannten. Er war Tontechniker und half uns beim Abmischen der Tracks. Ray stützte sich mit einer Hand an der Lehne meines Stuhls ab, mit der anderen auf dem Tisch. »Welche Richtung spielt ihr nochmal?« stichelte er. Ein wenig genervt stierte ich zu ihm auf. »Holen wir die Mitteltöne weiter raus. Landen wir früher oder später wieder bei klassischem Metal.« Das gefiel vor allem unserem Rhythmusgitarristen Parker nicht. Einer der Tracks war bereits ein wenig rockiger angehaucht als die anderen, weshalb er tagelang Theater gemacht und gestreikt hatte. Er war deswegen tatsächlich nicht zur Probe gekommen. Wenn ihr in eurem Genre bleiben wollt, rate ich dir, lasst es genau so. Erneut griff ich nach den Kopfhörern, setzte sie auf meine Ohren, zog den Laptop zu mir und spielte das Lied ab. Danach legte ich sie zurück. Vielleicht fragen wir noch Joshua. Eine dritte Meinung wird helfen. Ray schlug mir freundschaftlich auf die Schulter. Gut, machen wir das. Jetzt möchte ich hier raus. Damit nahm er sich seine Jacke, die auf dem Stuhl mir gegenüber hing, und zog sie über. Eigentlich haben wir uns genau dafür getroffen und nun versacken wir wieder an deinem Rechner. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, worauf du dich einlässt, wenn du mich besuchst.
Widerwillig klappte ich den Laptop zu und erhob mich. Mein Wohnzimmer und die offene Küche waren das Herzstück meiner Wohnung. Ich war ganz versessen darauf, alles aufeinander abzustimmen, was meine Einrichtung betraf. Das brachte mir bei meinen Freunden gerne den ein oder anderen Spruch ein. Dabei hielt ich mich an Brauntönen und außerdem stand ich auf den Einfluss von Industriellen. Als ein Verfechter der Alien-Filme durften auch Bilder von den Künstler Giger nicht, sowie die Brüste eines Xenomorphen nicht fehlen. Unsere Eltern waren das genaue Gegenteil von uns. Es war bei uns nie dreckig, immer ein wenig chaotisch gewesen. Da sie gerne irgendwelche Antikmärkte oder ähnliches besuchten, stand in unserem Haus alles Mögliche an Plunder herum, weswegen mein Bruder, meine Schwester und ich wohl eine gewisse Abneigung entwickelt hatten. Im Flur, von dem die vier Zimmer abgingen, griff ich nach einer der Jacken, die hier am Garderobenständer hing. Ray machte sich bereits auf den Weg zur Haustür. Ich hatte eine Wohnung auf der Farm meiner Verwandten, die einen alten Stall teilweise hatten umbauen lassen. Somit hatte ich das Glück, ein schickes, loftähnliches Reich zu besitzen. Im Wohnzimmer verlief eine Glasfront, in der auch meine Eingangstür lag. Durch diese hatte man einen fantastischen Ausblick über die anliegenden Maisfelder und den dahinterliegenden Wald. Komm schon, rief Ray, also zog ich die Jacke über und folgte meinem Bruder über die Dachterrasse. Über eine Treppe an der Außenwand des Gebäudes gelangte man auf den Vorplatz der Farm. Unten angekommen, warf ich einen kurzen Blick zu dem rechten Apartment unter meiner Wohnung, doch es war dunkel. Dort wohnte unsere Leadsängerin, die auch meine Ex-Freundin war. Schnell wandte ich mich ab und setzte mich neben Ray auf den Beifahrersitz. Sein Auto erinnerte mich an eine Ente, da er einen gelben Beetle fuhr. Eher noch an einen Küken, weswegen es mir unangenehm war, in dem Fahrzeug zu sitzen. Raylan sagte immer, es wäre wohl kein Unterschied, in einem gelben Taxi oder mit seinem Wagen zu fahren. Das sah ich anders, aber es brachte wenig mit ihnen, über sein geliebtes Auto zu diskutieren. Kaum hatten wir das Farmgrundstück und die lange Stichstraße verlassen, befanden wir uns auf der Hauptstraße, die durch Tillamook führte. Mein Bruder brach das Schweigen. Noch immer. Was meinst du? Hake ich nach, ahnte jedoch, auf was er anspielte. Wegen ihr? Hör auf, Ray, forderte ich, wandte den Blick ab, verschränkte meine Arme und schaute zu den vorbeiziehenden Häusern. Zum Glück war das Thema damit beendet. Ray fand einen Parkplatz gegenüber dem Sidekick. Wir stiegen aus, überquerten die Kreuzung und hielten auf die Bar zu, die auf die gegenüberliegenden Ecke lag. Als ich mit Ray ins Innere trat, schlug mir sofort die Musik entgegen. Ein Rocksong aus den 80ern. Es war gewohnt voll an diesem Samstagabend und ich folgte meinem Bruder durch den Raum. Wir ergatterten unseren Stammtisch, wo ich meine Lederjacke auf die Bank mit den dunkelroten Bezügen legte. Der Tisch befand sich an der Treppe, die in die erste Etage führte. Oben waren ebenfalls Sitzgelegenheiten. Es war urig gemütlich, die Wände mit dunklem Holz beschlagen, verziert mit Bildern, Metallschildern und Ähnlichem. Während Amy hier gearbeitet hatte, waren wir oft hergekommen, wenn wir etwas trinken und abschalten wollten. Ich bestellte mir einen doppelten Scotch und Ray gönnte sich eine Cola Light. »Wie sieht der Plan für die nächste Tour aus?«, wollte er anschließend von mir wissen. »Da wir jetzt unseren eigenen Bandbus haben, wird es jedenfalls angenehmer. Geplant ist eine weitere Tour mit Maybe Next Time.« Die vier Jungs waren bei der letzten Tour die Headliner gewesen, für welche wir als Vorband gespielt hatten. Wir hatten vor kurzem ein Treffen mit ihrem Manager Harolds. Der meldete sich bei mir, sobald alles unter Dach und Fach ist. »Habt ihr das Geld für den Bus wirklich von Joshuas Frau bekommen?« »Ja«, murrte ich, und Ray hob seine dunkelbraunen Brauen. Bis auf die Haarfarbe und die Augenfarbe sahen wir uns nicht sonderlich ähnlich. Dafür, dass wir Zwillinge waren, zumindestens. Sein Gesicht war kantig, meins ein bisschen runder im Vergleich. Im Gegensatz zu ihm hatte ich einen dunklen, dichten Bart und war von Hals bis Fuß tätowiert. Ich trug ein schwarzes Bandshirt von After the Burial. Mein Bruder hingegen hatte ernsthaft ein weißes Poloshirt an. Dazu hatte er fein gestriegeltes Haar, das immer perfekt saß, eine athletische Figur, während ich durch das Training im Fitnessstudio breiter war. Er besaß weder Piercings noch Tattoos. Raylan war der Ansicht, das würde einen Körper verunstalten. Wer uns zusammen sah, fragte sich vermutlich nicht grundlos, was uns gemeinsam hierher getrieben hatte. »Wow«, sagte mein Bruder, »sei nicht wütend auf die Süße, sie hat es doch nur gut gemeint, Benjamin.
Ich gab bloß ein Murmeln von mir und kippte den Rest des Whiskys herunter, der meinen Magen wärmte. Das hätte sie nicht tun sollen. Aber deine Bandkollegen haben es gut geheißen, oder? Ian war richtig heiß drauf und auch Parker hat dem zugestimmt. Als ich den Namen unseres Gitarristen erwähnte, sah er verträumt an die Decke und seufzte. Hey, das wird niemals passieren, meinte ich belustigt. Ach, Parker, hat einfach nur noch nicht die Vorzüge der Männer entdeckt. Er steht auf Frauen. Das erklärte ich meinem Bruder dauernd, doch er hörte nicht auf, von meinem Bandkollegen zu schwärmen, was mir manchmal wirklich auf die Nerven ging. Wenn Ray dabei war, um die Songs einzuspielen, himmelte er Parker nicht nur an, er vögelte ihn regelrecht mit den Augen. Dass Parker selbst das nicht störte, war ein Wunder, aber vermutlich pushte es sein ohnehin übergroßes Ego. Übrigens, Ben, du hast solche Entscheidungen wie die mit dem Bandbus nicht allein zu treffen. Zieh also endlich den Stock aus deinem Arsch. Fängst du jetzt auch damit an? Entgegnete ich empört. Mein Bruder warf mir einen bestätigenden Blick zu und nahm dabei einen weiteren Schluck. Wenn ich nicht der Einzige bin, der das sagt, solltest du dir mal Gedanken machen. Du mich auch. Ich zitierte die Kellnerin an den Tisch. Sie arbeitete schon länger hier und hatte damals auch mit Amy Schichten gehabt. Bringst du mir bitte noch einen, Sally? Sagte ich mit einem Lächeln und sie stützte sich auf die Stuhllehne zu meiner Rechten. Wie wäre es, wenn du den Whisky heute gegen etwas anderes eintauscht? Säuselte sie und beugte sich zu mir, sodass ich in ihren Ausschnitt sehen konnte. Noch einen doppelten Scotch, bitte, gab ich mit einem weiteren Lächeln zurück. Sie stieß die Luft aus, nahm das Glas und ging zur Theke. Ben, wieso lässt du sie immer abblitzen? Kam es von Ray, dem ich mich wieder zuwandte. Sie ist doch süß. Weil ich ganz einfach kein Interesse habe. Er beugte sich über die Tischkante zu mir. Hier geht es um Sex. Lass die Sau raus und vögel mit ihr. Du wirst sonst noch zu so einem unheimlichen Kerl, der immer über die gleichen Dinge redet, die eh keine Sau interessiert und der alles mit seinen Eigenbrötlergehabe zu Tode nervt. Kein Interesse. Wie lange lebst du schon abstinent? Darüber werde ich nicht mit dir sprechen, stellte ich klar, weil er mich dann nur noch intensiver bearbeiten würde. Nachdem Amy mit ihm zusammengekommen war, hatte ich keinen Sex mehr gehabt. Davor auch länger nicht. Vermutlich war es jetzt über ein Jahr her. Da ich ohnehin nur arbeitete, hatte ich auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich begnügte mich damit, mir regelmäßig einen runterzuholen. Sophia hat dir wirklich das Herz gebrochen, richtig? Mein Bruder konnte eine echte Nervensäge sein. Ich bin verletzt. Bist du nun zufrieden? Er zog provokant eine Braue hoch, weshalb ich die Arme verschränkte. Und das mit Amy habe ich ebenfalls nicht einfach so weggesteckt. Seine andere Braue hob sich. Was willst du von mir hören? Stieß sich ein wenig bissig aus, stützte mich mit beiden Händen am Tisch ab und beugte mich zu ihm. Dass ich ihretwegen keinen Bock mehr auf Frauen habe und lieber allein bin? Rays Miene wurde sanfter. Es war zu viel in kurzer Zeit. Nach wie vor schwirrt Sophia in meinem Kopf herum. Ich werde sie mit den anderen Frauen nicht aus diesem bekommen, das weiß ich. Sally kam mit meinem Drink zurück. Danke. Ohne sie anzusehen, nahm ich ihr das Glas ab. Erst habe ich Sophia an Joshua verloren und dann Amy an Ian. Resigniert stützte ich meine Stirn in die Handfläche, den Ellenbogen auf das Holz vor mir. Ich war selbst dafür verantwortlich gewesen, dass ich Amy in Ians Arme getrieben hatte. Das änderte allerdings nichts daran, dass es kaum zu ertragen gewesen war, sie zusammenzusehen. Mittlerweile hatte ich mich ein wenig akklimatisiert. Dennoch blitzte diese Wut Ian gegenüber hin und wieder auf, wenn er sie in meiner Gegenwart berührte. Die beiden hätten ohnehin zusammengefunden, ob du sie betrogen hättest oder nicht, vernahm ich Ray. Es ist nicht deine Schuld, dass sie jetzt mit Ian zusammen ist. Das wäre passiert, früher oder später. Sie hatten doch immer ein Auge auf den anderen geworfen. Deswegen hatte ich keine Lust, darüber zu reden, weil ich danach grundsätzlich schlechte Laune hatte. Die Aufmerksamkeit meines Bruders klebte auf einmal an der Tür hinter mir, die ich bei einem Blick an meiner Hand vorbei bemerkte. Neugierig drehte ich mich um, da ich mir vorstellen konnte, dass irgendein Typ hereingekommen war, den er heiß fand. Oder Parker. Stattdessen wurde ich überrascht, weil eine Frau gerade die Tür hinter sich schloss.
Sie stand mit dem Rücken zu uns und unterhielt sich mit zwei anderen Frauen, die ich hier noch nie gesehen hatte. Meine Augen zuckten zu ihrem Hintern, der in diesem engen grauen Kleid extrem gut in Szene gesetzt wurde. Um das Kind beim Namen zu nennen, ihr Arsch war nicht nur der Wahnsinn, er war eindeutig nicht von dieser Welt. Knackig, rund, voll zum Anbeißen. Schon immer hatte ich eine Schwäche für Frauen mit, ich nannte es Volumen. Und diese Frau hatte eine Figur, die meine kühnsten Träume sogar übertraf. Sie war trotz ihrer doch extrem weiblichen Kurven sportlich, wenn mich nicht alles täuschte. Ihre dunkelbraunen Haare fielen glatt bis zu ihrer schmalen Taille. Bevor mein Kopfkino Fahrt aufnehmen konnte, zwang ich mich zur Raison und wandte mich Ray zu. »Wechselst du das Ufer?« fragte ich spöttisch nach. »Dreh dich nochmal um, Ben. Vielleicht überlegst du dir das mit dem Sex ja doch noch.« Also tat ich, was er verlangte, da er mich sonst eh nicht damit in Ruhe ließ. Kaum fiel mein Blick erneut auf sie, verschluckte ich mich an meinem Whisky, von dem ich gerade einen Schluck nahm, hustete und schlug mir auf den Brustkorb. »Soll ich dein Baggerpartner sein? Guter Kopf, böser Kopf? Was meinst du? Die Nummer zieht doch immer.« Er zuckte anzüglich mit den Brauen. »Kein Interesse.« Wehrte ich seinen Vorschlag wieder ab, kam allerdings nicht umhin, mich noch einmal zu ihr umzudrehen. Ich erinnerte mich an sie. Diese Frau hatte damals in dem Restaurant gesessen, als ich Amy gebeten hatte, zurück zu Fellow in Misery zu kommen. Amy hatte mir erklärt, wer sie war, doch einen Namen hatte sie nicht genannt. Diese geheimnisvollen dunkelbraunen Augen, die eine Ausstrahlung besaßen, die den gesamten Raum auf eine seltsame Art einnahmen, waren ein Blickfang. Die vollen roten und klar gezeichneten Lippen mit dem perfekten kleinen Kinn und einer schmalen Nase rundeten das Bild dieser attraktiven Frau ab. Das enge, hochgeschlossene, graue Kleid schmiegte sich um ihre unglaublichen Kurven wie eine zweite Haut. Es reichte bis zur Mitte ihrer Oberschenkel, ihre Beine. Verdammt, ich musste mich zwingen, meine Augen von ihrer Sanduhrfigur zu nehmen. Sie fing meinen Blick für einen Moment auf und auf ihre Lippen legte sich ein Lächeln, das neben Arroganz noch ein wenig Belustigung widerspiegelte, weswegen ich mich zurück zum Tisch drehte. Mein Bruder hingegen starrte sie weiterhin unverhohlen an. »Herrje, ist diese Frau schön«, sagte er mit Ehrfurcht in der Stimme. »Kein Interesse.« Ray verdrehte die Augen und nahm einen Schluck Cola. »Ich lass dir ein Schild mit diesen zwei Worten drucken, dann kannst du es dir auf die Stirn kleben. Das ist ja nicht auszuhalten mit dir. Hör auf, sie anzustarren«, forderte ich ihn auf. Natürlich setzte er noch einen drauf, winkte in ihre Richtung und deutete anschließend irgendetwas Übertriebenes an, als wäre ein Einweiser für Flugzeuge. Entnervt griff ich nach einem seiner Handgelenke, damit er aufhörte, so ein Affentheater zu veranstalten. »Hör auf! Ich will sie nicht hier haben«, machte ich mit meinem Standpunkt deutlich. Das tat ich aus einem einfachen Grund. Diese Frau reizte mich. »Aber ich möchte sie hier haben«, antwortete er ungerührt und rief dann über die Musik hinweg. »Kommt her, ihr Süßen, ich will euch einen ausgeben.« Typisch Raylan. Jetzt zog er die Schwulenkarte, um die Frauen herzulocken. »Danke«, murmelte ich. Keine Sekunde später schob sich eine kleine Blondine neben mich auf die Bank und hielt mir ihre Hand hin. »Hi, ich bin Paige«, seufzte sie und stierte finster zu meinem Bruder, der sein 100-Watt-Lächeln auflegte, als ich ihre Hand ergriff und sie schüttelte. »Ben«, gab ich zurück. Dann streckte sie ihre Hand zu meinem Bruder, der sie nahm und einen Handkuss darauf drückte. »Ich bin Ray, das ist mein grießcremiger Zwillingsbruder, aber unter seinen rauen Schale ist er ganz weich.« Ray wandte sich den anderen zu, während ich ihn mit meinem Blick mental erdolchte. Die Kleine mit den hellbraunen Haaren setzte sich mir gegenüber auf die Bank und die Granate mit dem Knackarsch auf einen der Stühle. »Ich bin Cat«, sagte die Kleine. »Pieper«, stellte sich die Frau mit den unglaublichen Kurven vor. Ich achtete darauf, Pieper nicht anzustarren. Paige war bereits dabei, mich von oben bis unten in den Augenschein zu nehmen und streichelte dann ernsthaft mit ihrer Hand über meine Schulter und meinen Oberarm. »Gott, bist du heiß«, schnurrte sie, weshalb ich beinahe gekotzt hätte.
Frauen, die so plump aufdringlich waren, gingen mir schon immer gegen den Strich. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Danke, Ray. Wir haben euch hier noch nie gesehen, richtete Ray das Wort an die Frauen, während ich meinen Drink griff und Sally mit einem Finger bedeutete, dass ich unbedingt mehr brauchte. Währenddessen ließ Paige ihre Hände nicht von mir. Normalerweise treffen wir uns bei Freunden oder gehen ins Aurora, erklärte Piper und lehnte sich dabei mit den Unterarmen auf den Tisch, wobei mir auffiel, dass ihre Nägel rot lackiert waren. Mein Bruder schaute mich an, denn ins Aurora kam man in der Regel nur mit Vitamin B oder wenn man genug Geld hatte. Amy hatte mir damals an dem Abend im Restaurant erzählt, wo Piper wohnte, und deswegen überraschte es mich nicht. Kannst du bitte deine Finger von mir lassen? Sagte ich an diese Page gerichtet, die daraufhin eine Schnute zog und ein wenig von mir abrückte. Herrgott! Stieß ich genervt aus und zog mein Shirt zurück über meinen Bauch, da sie ernsthaft daran herumgezopft hatte. Piper ergriff das Wort und richtete es an mich. Du bist der Drummer vom Fellow in Misery, richtig? Das überraschte mich. Ja. Oh, ein Musiker, seufzte Page und Ray lachte, weil er vermutlich genau wahrnahm, wie genervt ich bereits jetzt von dieser Tussi war. Mein Bruder hört eure Musik, deswegen kenne ich euch, erklärte Piper. Hätte mich auch gewundert, wenn du sie hörst, gab ich zurück. Und für den Bruchteil einer Sekunde blitzte etwas Dunkles in ihren Augen auf, das mich für den Moment gefangen nahm. Es war etwas, das Herausforderung schrie. Augenblicklich war mein Interesse geweckt. Mein Bruder schlug mir gegen den Hinterkopf und riss mich so aus meiner Trance. Hört nicht auf ihn. Ihm wurde das Herz gebrochen. Verdammt, Ray! Ging ich ihn an. Paige streichelte erneut über meinen Arm und ich zuckte zur Seite, woraufhin Piper sich von mir wegzog. Hör damit auf, das ist ja furchtbar mit dir. Aber Ben wurde das Herz gebrochen, erklärte Paige, als würde ich es nicht hören. Gerade fühlte ich mich, als wäre ich in einem schlechten Film gelandet. Mit meinem Bruder schlitterte ich dauernd in fragwürdige Situationen. Ich wusste, wieso ich eigentlich zu Hause hätte bleiben wollen. Und ihr Süßen, was treibt euch hierher? Plapperte Ray weiter und ich beschloss, einfach die Klappe zu halten. Wenn ich nicht mit ihm sprach, ließen sie mich hoffentlich in Ruhe. Paige meldete sich zu Wort. Piper hat uns hergeschleppt. Dabei zeigte sie auf ihre Freundin. Ich wollte nicht, aber ich musste. Leider wurde ich von meinen Freundinnen überstimmt. Wieso wolltest du denn nicht? Fragte Ray ein wenig entsetzt und Paige ließ ihre Augen wieder über mich wandern. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Sie dachte in einer so abgeranzten Bar lungern nur Penner herum, die uns ausrauben wollen, ritt Piper ihre Freundin rein und meine Mundwinkel zuckten. Das Nein, stieß Paige neben mir aus, wobei sie in ihrer Tasche herumkramte. Deine Worte, gab Piper mit einem Schulterzucken zurück und Cat unterdrückte ein Lächeln. Paige zückte ihr iPhone und begann auf dem Display herumzuwischen. Seid ihr aus der Gegend? Richtete Ray das Wort an Cat und Piper. Ich habe euch nämlich noch nie in Tillamook gesehen. Wir sind hier aufgewachsen, erklärte Cat. Sally kam zu uns an den Tisch und nahm die Getränkebestellung der drei auf, wonach sie wieder verschwand. Wohnt ihr etwa in dem Bonzenviertel am Jordan Lake? Bohrte er weiter, während ich zu Paige aufs Display schielte. Sie googelte gerade nach meiner Band. Und ich konnte mir denken, was passierte, wenn sie Parker entdeckte. Cat und Pippa tauschten einen schnellen Blick aus. Schuldig, sagte Pippa. Oh mein Gott, rief Paige auf einmal, weswegen ich heftig zusammenzuckte und auch alle anderen am Tisch einen Schrecken bekam. Das ist euer Gitarrist? Rhythmus-Gitarrist. Lass das bloß nicht Joshua hören, sagte ich. Kannst du ihn anrufen? Ich will ihn kennenlernen. Was? Fragte ich verwirrt. Du könntest Parker wirklich herbestellen, warf Ray ein. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst, stieß ich langsam angesäuert aus. Ich wollte einen entspannten Abend mit Ray verbringen. Stattdessen konnte ich mich mit einem, nein, zwei hibbeligen Groupies herumschlagen. Ja, riefen sie unisono und ohne zu zögern zückte ich mein Telefon. Wenn sie mich danach in Frieden ließen, tat ich ihnen und auch Parker den Gefallen. Der würde Paige vermutlich nicht von der Bettkante stoßen, denn süß war sie, ohne Frage.
Und mit ihrer einfachen und hormongesteuerten Art fiel sie exakt in die Kategorie Frau, die ihnen am besten gefiel. Ich suchte in meinen Kontakten, wobei Paige mich ziemlich genau beobachtete und hielt dann das Gerät an mein Ohr. Nach wenigen Sekunden hob Parker ab. Alter, wenn du mich jetzt wieder dazu verdonnerst, dir dabei zu helfen, deine beschissenen Drums durch den Proberaum zu schleppen, reiß ich dir den Arsch auf. Wir haben frei, verstanden? Frei, pöbelte er und schmatzte währenddessen leise. Kannst du den Mund beim Kauen bitte schließen? Natürlich schmatzte er noch lauter, weshalb ich direkt bereute, überhaupt etwas gesagt zu haben. Sidekick. Ich bin heute unfreiwillig dein Sidekick, wenn man so will. Kurz herrschte Stille. Da ich keine Lust hatte, drum herum zu reden, sagte ich offen heraus. Blond, blaue Augen, vielleicht zäh. Erneut Stille. Du willst mich aber nicht verarschen, fragte Parker ungläubig und Paige schaute mich mit ihren Kulleraugen hoffnungsvoll an. Dass sie mehr als offensichtlich mit Parker ins Bett hüpfen würde und auch kein Hehl daraus machte, dass sie genau das wollte, legte ich noch einen drauf. Willst du sie flachlegen oder nicht? Parker hustet am anderen Ende und ich hörte ihn im Hintergrund, obwohl die Musik hier spielte. Was ist denn los? Ben möchte, dass ich ins Sidekick komme, weil deine Frau sitzt, die mich flachlegen will. Ian lachte und sagte irgendwas zu ihm. Bin gleich da, gab Parker zurück an mich. Ich legte auf und sah Paige an. Er kommt. Danach schielte ich zu meinem Bruder, dessen Augen zu leuchten begannen. Ich wurde definitiv zu alt für diesen Scheiß. Irgendwie schaffte ich es nach ein paar Minuten, mich an Paige vorbeizumogeln und mich neben Piper auf den noch freien Stuhl zu setzen. Mein Bruder und Paige waren bereits in den Parker-Modus gewechselt. Also wand ich mich wohl oder übel Piper und Cat zu. Wo genau in dem Bonzenviertel wohnt ihr, wollte ich aus Höflichkeit von ihnen wissen. Am Jordan Lake, erklärte Piper. Jordan Avenue, antwortete Cat mit einem leichten Lächeln und nahm anschließend einen Schluck von ihrer Cola. In der Ecke standen die teuersten Villen der ganzen Gegend. Das wusste jeder, der hier wohnte. Du wohnst in dem Herrenhaus am See, richtig? Richtete ich das Wort an Piper. Erst danach bemerkte ich, dass ich mich verraten hatte. Amy hatte mir das seinerzeit im Restaurant erzählt. Sie blickte ein wenig überrascht zu mir. Mir fiel auf, dass sie ebenfalls Scotch trank, was mir durchaus gefiel. Frauen, die einen guten Whisky begrüßten, waren mir definitiv sympathisch. Du weißt, wo ich wohne? Hoffentlich hielt sie mich nicht für einen irren Stalker. Unsere Sängerin hat es mir erklärt. Piper verengte ihre Augen etwas, weil das natürlich rein gar nichts erklärte. Wir waren essen, stand ich verlegen, da ich mich so gut an Piper erinnerte. Aber wie konnte man sich an diese Frau bitte nicht erinnern? Sie nickte, ja, im Gazzolas. Überrascht zog ich den Kopf zurück. Du erinnerst dich? Ein bisschen, antwortete sie mit einem durchaus zufriedenen Lächeln und nahm einen Schluck von ihrem Whisky. Dass sie sich ebenfalls an mich erinnerte, gefiel mir leider viel zu gut. In dem Haus am See wohnen wir nicht. Mein Dad hat damals gegenüber bauen lassen. Da lebe ich. Die meisten Räume des Herrenhauses vermieten wir. Hochzeiten, Tagungen und ähnliches. Das Grundstück wie auch das alte Anwesen gehören meiner Grandma, teilte sie mir vollkommen emotionslos mit. Wenn mich nicht alles täuschte, mochte Piper es nicht, über ihre Herkunft zu sprechen. Und wieso seid ihr heute hier? Wolltet ihr euch unter das gewöhnliche Volk mischen? Hakte ich nach. Sind wir aus irgendeinem Grund ungewöhnlich? Gab sie zurück und dabei betrachtete ich ihre Lippen. Aus dieser Entfernung nahm ich wahr, dass sie so gut wie kein Make-up trug. Die Haut in ihrem Gesicht war vollkommen eben. Sie hatte lediglich zwei kaum sichtbare Muttermale am Kiefer. Was bedeutet schon gewöhnlich? Legte sie nach und unsere Blicke trafen sich. Ich wusste nicht, was es war, doch sie gefiel mir. Unabhängig von ihrem Aussehen. Wir wollten einfach etwas Neues ausprobieren, beantwortete Cat meine Frage. Wir sind oft im Aurora oder bei unseren Freunden, sodass wir Abwechslung nötig hatten. Privatpartys? Sie nickten. Kann ich mir das vorstellen wie in den Filmen? Dass wir alle koksen und zugedröhnt sind? Fragt Piper. Das habe ich jetzt nicht gemeint, doch wo wir schon beim Thema sind. Ich sah sie wie auch Cat auffordernd an. Piper schwenkte das tiefe, runde Glas, ehe sie es vorsichtig zurückstellte. Kein Koks, erklärte sie mit einem Grinsen und hob das Glas dabei an. Aber Scotch und Brandy. Weil ihr die Klischees erfüllen musst? Konterte ich.
Vielleicht trinken wir beides gern? So wie ihr alle gern Kaviar esst. Sie musste lachen, wobei ihre Stimme noch eine Nuance rauer wurde. Wir unterhielten uns eine Weile, bis Rays Blick zur Tür schoss. Was bedeutete, dass Parker hier war? Auch Paige wandte sich um und ihre Augen begannen zu glühen. Ich nahm einen großen Schluck Whisky und stellte das leere Glas grob vor mir ab. Piper hatte mich dabei ein wenig misstrauisch beobachtet und sagte dann sie gewandt: Jetzt geht's los. Holla, stieß sie bei einem Schulterblick aus. Gib ihm zwei Drinks, erklärte ich ihr. Gib ihm einen, antwortete sie und entlockte mir tatsächlich ein Lächeln. Das unterdrückte ich schnell. Ach, weißt du was? Er braucht gar keinen, befürchte ich. Das ließ mich auflachen, obwohl ich es nicht wollte. Ich schaute mich ebenfalls zu Parker um, der gerade die Tür hinter sich schloss und dann diesen Blick auflegte, bei dem vermutlich jede Frau ohnmächtig geworden wäre. Uns war mehr als klar, dass Parker für viele Frauen die Reinkarnation eines Engels darstellte. Er hatte dieses ebenmäßige, jungenhafte Schöne trotzdem mit einer geballten Ladung Testosteron, dem die Frauen dieser Welt offensichtlich reihenweise verfielen. Er neigte den Kopf ein wenig, kniff die Brauen zusammen, wobei er die Daumen in die Hosentaschen seiner schwarzen Jeans schob und langsam zu uns gelaufen kam. Sein typischer Hühneraufreißer-Ausdruck. Dabei tat er so, als würde ihm die Welt gehören. Bei einem kurzen Rundumblick bemerkte ich, dass wirklich jeder Mensch hier im Raum auf ihn aufmerksam wurde. Soweit ich wusste, hat er sogar eine Anfrage vom Men's Health wegen eines Shootings bekommen. Kannst du dich nicht noch mehr aufspielen? Fragte ich ihn in einem sarkastischen Tonfall, als er sich neben Paige auf die Bank schob, mir allerdings keine Beachtung schenkte. Keine Ahnung, was er zu Paige sagte, aber vermutlich flog dabei ihr Höschen weg. Sie kicherte wie ein kleines Mädchen und wurde dann ernsthaft knallrot. Weil ich dieses Theater schon jetzt nicht länger mit ansehen konnte, stand ich auf, griff meinen Drink und begab mich zur Theke. Dort angekommen, blieb ich stehen und starrte das leere Glas an. Lass mich raten, du bist von deinen Kollegen genauso genervt wie ich von meiner Freundin, ertönte Pipas Stimme neben mir. Sie verzog ihre Miene und stützte sich mit den Unterarmen auf die Bar. Es ist egal, wohin ich mit ihr gehe. Jedes Mal kann ich so ein Theater mit ansehen. Pipa deutete mit einem Daumen hinter sich. Du wirkst nicht so, als wärst du anders, erwiderte ich betont unfreundlich, weil ich sie loswerden wollte. Sie konnte mir gefährlich werden, und von dieser Art Frau hatte ich die Nase gestrichen voll. Piper wandte sich mir zu und beugte sich vor, um mir etwas zuzuflüstern. Dabei drang ihr Parfum in meine Nase. Fruchtig, süß, ein wenig frech. Ein Duft, der eindeutig schrie, und das machte mich verdammt kribbelig. Sagte der Mann, der mehr als offensichtlich gerne genau das hätte, was sein lieber Kollege heute noch haben wird. Langsam drehte ich meinen Kopf in ihre Richtung, sodass ihre Nasenspitze nur Millimeter von meiner entfernt war. Aus der Nähe waren ihre dunkelbraunen Augen noch einnehmender. Du glaubst, ich würde deine kleine Freundin wollen? Nein, antwortete Piper, und ihr Blick wanderte einmal über mein Gesicht, weiter herunter und ohne Scham über meinen Körper, anschließend wieder hoch. Ich spreche von Sex. Du denkst, ich will dich flachlegen, gab ich leise zurück und sie zuckte mit den Augenbrauen. Ich weiß es, flüsterte sie an meinem Ohr, und ob ich es wollte oder nicht, ich bekam das Gefühl, die Temperatur hier in der Bar wäre um ein paar Grad gestiegen. Ihr Atem streifte meine Haut und sandte ein Kribbeln über meine Wirbelsäule in mein bestes Stück. Verdammt, Elfman, rief ich mir selbst gedanklich entgegen, ermahnte mich, gefälligst meine Fassung zu wahren. Weil ich das auf keinen Fall so stehen lassen konnte, beugte ich mich ebenfalls zu ihr. Du kreuzt hier auf mit deinem süßen, kleinen, reichen Arsch und denkst, du könntest mich beleidigen. Ich fühlte mich von ihrer Aussage angegriffen, weil sie mich auf einen Mann reduzierte, der lediglich auf Sex aus war. Auf jemanden wie Parker. Er war ein Freund, ja. Das bedeutet aber nicht, dass ich seine Ansichten, ging es um Frauen, teilen musste, was ich nicht tat und niemals tun würde. Sie kam mir noch näher, weshalb ich die Hände zur Faust ballte, da mich der Drang überkam, sie an ihre Taille zu legen. Zu gern hätte ich erfahren, wie sich die Rundung ihrer Hüften anfühlte oder ob ihr Hintern genauso fest war, wie ich es mir vorstellte. Ich hatte eindeutig zu lange keinen Sex gehabt. Nein.
Mann, mit dem süßen kleinen Musikerarsch. Ich packe nur die Tatsachen auf den Tisch. Kaum merklich berührte sie mich mit ihren Lippen an meiner Wange. Erneut unterdrückte ich den Drang, sie anzufassen. Du würdest mich gern berühren, deine Finger über meine Taille führen. Verflucht, ja. Es regte mich auf, dass ich diese Frau so anziehend fand.